Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen guten Abend. Hi, ich bin wieder da und ich hoffe, ihr habt mich vermisst. Wahrscheinlich nicht. So, wir gehen gleich voll rein, würde ich sagen, ne? Oder muss ich warten, bis alle da sind, damit ich nicht zwei, dreimal hier rumlaufen muss? Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Na, aber es ist gut, wieder da zu sein. Und der Sonntag hat mir sehr gefehlt. Weil wir gerade am Sonntag immer sehr viel schnacken, aber ich hätte nichts vernünftig auf die Beine stellen können und das wäre mir voll gegen den Strich gegangen. Also von daher, seht es mir nach. Seht es mir nach. Da ging gar nichts. Wirklich. Da ging gar nichts. Ja, danke, Sevo. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Es war kaum zu ertragen. Hallo Quercus, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Willkommen zurück. Dankeschön. Quercus, wir müssen uns noch überlegen, was wir am Donnerstag spielen wollen. Ich bin mir mit Raft noch nicht so ganz so sicher. Müssen wir noch mal gucken. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Also, ich habe gebaut. Nicht allzu viel. Ich habe wirklich nur ein bisschen gebaut. Ich bin auch nicht so ganz zufrieden, habe aber für mich festgestellt, dass das Quatsch wäre. Also ich hätte wirklich alles demontieren müssen und das wollte ich nicht. Deswegen habe ich angebaut und umgebaut. Wir haben jetzt hier den Eingang und wo fange ich denn an? Also hier hinten hat sich nichts geändert. Ne? Also das Schlafzimmer ist immer noch da, da ist der Scannerraum, hier ist der Lagerraum, ne? Schlafzimmer, alles immer noch beim Alten. Was dazu gekommen ist, ist hier die Luke auf der Seite. Hier habe ich jetzt einen großen Raum reingebaut. Ich habe noch keine Ahnung. Also ich würde ganz gerne wieder sowas aufteilen wie... Keine Ahnung, vielleicht mache ich auch nur ein großes Lager draus. Ich weiß es noch nicht. Ich würde sehr gerne so einen Zuchtbehälter hier reinsetzen, ne? Dass wir wieder Eier ausbrüten können. Das würde ich ganz gerne machen. Aber momentan ist das hier noch absolut ohne jeglichen Sinn und Verstand. Also mit schon mit Verstand, aber ohne Sinn. Immer diese Entscheidung, ja. Oder wir müssen eine Münze werfen. John Sinclair, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. So, dann weiter. Ich habe hier überall die Verstärkung reingehauen, weil ich zwischendurch einen gewaltigen Hüllenbruch hatte. Und das hat Ewigkeiten gedauert, hier alles zu reparieren. Ich habe das Tauchdock gebaut. Wir können nämlich auch gleich dann den Krebs bauen. Ich habe schon die Sachen. Theoretisch müsste ich schon alles... Habe ich das hier reingetan? Nee. Ich muss die Sachen gleich nochmal wieder zusammensuchen. Auch hier die Modstation ist schon drin. Ich habe ein Energiezellen-Ladegerät gebaut. Ne? Also wir bauen hier dann noch den Krebs. Den brauche ich jetzt aber momentan nicht. Aber ich würde ihn ganz gerne schon mal da haben. Ne? Und dann haben wir jetzt hier... Huch, was ist das? Ja? Hm? Aha, ja. Es ist alles ein bisschen doof. Ist noch nicht so. Es gefällt mir nicht. Wir haben jetzt hier die Seebahn-Dockstation. Das ist ein Trockendock für die Seebahn. Da trennt sich dann hier die kleine Zugkapsel mit den Abteilen. Und dann kann man durch die Abteile rennen. Und ja, mehr Abteile habe ich ja noch nicht. Ne? Und man kann dann praktisch auch immer schön... Erstmal kann man, glaube ich, reparieren. Und man kann eben dann auch in Ruhe hier Kisten lernen. Nun ist aber ja alles, was hier drin ist, soll ja auch hier drin sein. Warum habe ich denn da die Blasenfische drin, anstatt da Wasser draus zu machen? Ich mache da mal eben Wasser raus. Das ist ja doof. Dann mache ich da Wasser rein. Und dann schauen wir gleich mal. Gibt es einen Lageplan der Basis, damit wir uns nicht darin verlaufen, wenn nur ein bisschen ausgebaut wurde? Es ist tatsächlich nur ein bisschen, ne? Also es ist nicht viel. Ich musste leider die, das Trockendock erhöhen und eben diese Röhre nach oben machen, weil es vom Platz her nicht, also es hätte nicht hier hingebaut werden können. Kieselpapa, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. So, jetzt haben wir hier Wasser drin. Das macht wesentlich mehr Sinn. Ich zeige euch das mal einmal von außen. Das ist hier das Trockendock für die Seebahn. Man kann dann hier so reinfahren und dann wird die so praktisch ergriffen. Sie ist dann ganz ergriffen, die Seebahn. Und dann trennt er eben das vordere Zugabteil. Na, du kleiner Süßer. Ich musste leider, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich hätte es gerne hier einmal angeschlossen. Aber, oh, danke schön. Irgendwann muss ich bitter dafür büßen, dass ich denen immer die Sachen wegnehme. Na, also ich hätte es ganz gerne hier einmal der Länge nach angeschlossen, aber dann wäre das da nicht wegen dem Felsen hingekommen.
hingepasst. Es hätte nicht hingepasst. So, Tauchdock ist hier. Ich müsste das ganze Ding nochmal bauen, ne? Oh nein, ich will nicht. Wir wollen aber jetzt auch einfach nur spielen. Ich habe jetzt hier zwei Beete schon mal hingesetzt. Es hat sich auch sonst nichts großartig mehr geändert, ne? Also es ist... Die hat sich halt vergrößert, die Basis. Lageplan, spann dir einen Faden. Spann dir einen roten Faden. So, dann würde ich sagen, was war das? Energiezelle, Plastahl, emailliertes Glas und einen Chip. Energiezelle, Chip, emailliertes Glas und Plastahlbahn. Wir bauen mal eben den Krebs. Was wir haben, haben wir. Dann müssen wir auf die mobile Station. So. Das Wetter ist zum Glück einigermaßen gut. Zack. Dann haben wir den nämlich schon mal. Und dann können wir... Welcome aboard, Captain. Ach, das tut ganz gut. Und er hat die alte Stimme, ne? Kann das sein? Sehr gut. So, wir docken ihn an. Zack. Warte. Ja, sehr gut. So, prima. Dann haben wir ihn auf jeden Fall schon mal. Dann kann ich den nämlich aus den Bauplänen löschen. Wo war er denn vielleicht noch? Weil wir dann nämlich als nächstes wieder zurückgehen zu der Schneestation. Na, wir haben mal die Brücke repariert. Dafür muss ich aber die ganzen Sachen da oben mitnehmen, weil ich vorhabe... Oh, warte, und was ich noch machen müsste. Ich will nämlich die Schneefuchs-Schweberampe dahin bauen. Den Speerpinguin benötigen wir. Und den Schneefuchs will ich bauen. Und dann hoffe ich, dass wir da einigermaßen mit klarkommen. Und um das zu betreiben, brauchen wir, glaube ich, wenigstens ein Solarmodul, ne? Gut. Das heißt, wir müssen sämtliche Zutaten mitnehmen, damit wir was machen können. Ich glaube... Das war alles, was ich hier drin habe. Ne? Das gehört, glaube ich, dazu. Die Batterien und die Stirnlampe habe ich gebaut. Und die Fernbedienung habe ich schon, auch schon vorweggenommen. So, dann haben wir die Sachen für den Schneefuchs. Dann haben wir die Sachen für die Ladestation. Für den Pinguin. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir brauchen 7 mal Titan. 7 mal Titan. Okay. Ich muss noch 2 mal Titan einpacken. Und dann können wir los. Dann fahren wir da direkt mal rüber. Falsch. So, jetzt haben wir 7 mal Titan. Konstruktionswerkzeug habe ich auch. Die Fernbedienung. Den Pinguin können wir ja mal eben so bauen. Der gehört, glaube ich, da. Ein Erkundungsroboter. Dann haben wir den nämlich auch schon mal. Without spy Benglings. Scientists may have never discovered that Benglings incubate their eggs in small cave burrows, often alongside thermal lily roots. Auf zwischen den Wurzeln von Thermalien. Okay. Gut, das heißt, den können wir auch schon mal rauspacken. Wo war der denn noch gleich? Der kleine. Da ist er. Ja, dann düsen wir jetzt rüber. Beziehungsweise müssen wir mal eben essen und trinken. Habe ich noch irgendwas Gepökeltes? Da müssen die mal eben dran glauben, geht nicht anders. So. Entschuldigung, dass ich so schlürfe. Okay, dann, ich weiß nicht, wie das wird, wie wir da abdocken, ob wir automatisch dann alles wieder zusammenstecken. Ich nehme auf jeden Fall die aufgeladene Energiezelle mit. Und dann, zack. Oh Mann, hier dran vorbeizukommen ist nicht so einfach.
Und dann können wir die eine Thermoskanne nämlich, glaube ich, mit. Die Energiezelle bleibt hier. Dann können wir los. So, wie ist das, wenn ich jetzt hier einsteige? Haben wir dann Auto... Uah! Okay. Ah. Und wir werden auch... Ach, die Station, wenn das mit der Station zusammensteckt, dann lädt sich der auch wieder auf. Das ist gut. Gut, wir fahren los. Dann können wir nämlich auch noch das Erbauer-Artefakt. Das ist da irgendwo. Ich kann mir aber auch vorstellen, ich fahre mal in die Richtung, aber ich glaube, dass das eventuell auf der anderen Seite der Brücke sein könnte. Die haben wir beim letzten Mal repariert und runtergelassen. Und dann schauen wir einfach mal. So, müssen wir einmal unterm Eis durch. Das ist nur ein Schwimmgeräusch, ne? Die Musik ist eigentlich auch gerade ganz schön. Ich habe auch ansonsten nur ein bisschen gefarmt. Also ihr habt da echt nichts verpasst. Wollte ich extra nicht. Nicht, dass mir schon wieder irgendwelche Dinge über den Weg laufen. Oh, stimmt, hier waren die Quallen. So, ist das auf der anderen Seite? Schön wäre es ja, wenn der Schneefuchs eine automatische Heizung oder so, eine Sitzheizung hätte. Dann hätten wir da weniger Probleme mit. Ich guck gleich mal. Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich... Warte, wenn wir jetzt nach oben gehen. Nee, das Erbauer-Artefakt. Aber das ist auf Land, ne? Sehe ich das richtig oder kann man da noch rein? Oh, man kann da reinfahren. Das habe ich gar nicht gesehen. Aber ich glaube, das wird ein Ende Gelände sein. Aber warum dann die Brücke? Kann man durch? Passen wir da durch? Ah! Okay, nein. Das muss ich mir mal eben ganz kurz so angucken. Ich will nur mal eben wissen, ob man da durch kann. Nee, hier ist dann auch einfach Schluss. Gut. Dann ist okay. Dann gehen wir gleich mal eben an Land und dann endlich über die Brücke rüber. Wir haben aber jetzt auch den Speerpinguin. Wir haben das letzte Mal ja so eine Luke gefunden, wo man den Speerpinguin wahrscheinlich durchschicken kann. Das ist so meine ganz große Hoffnung. Es ist ein bisschen unrealistisch. Normalerweise müssten wir irgendwo anecken, wenn wir das Ding drehen. Die Quallen sind echt hübsch mit ihrer Beleuchtung. Dann einmal hier aussteigen. Muss ich noch irgendwas mitnehmen? Ich habe jetzt eine Thermoskanne dabei. Wir können die Sachen bauen. Ich hoffe, dass das gut geht. Die Stirnlampe ersetzt den, das Kreislauftauchgerät. Ne? Also das habe ich schon ausprobiert. Jetzt wird es natürlich dunkel. Wird es dann eigentlich extra kalt? Wahrscheinlich, ne? So, Konstruktionsgedöns. Das heißt, ich kann das Ding noch nicht mal aufladen. Ah. So. Und dann müsste ich eigentlich... Kann ich das daneben setzen? Ich hoffe, dass das dann lädt automatisch. Ja, es ist verbunden. Okay. Oh nein. Nein, 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 nein. Warte, warte, das ist ein Fahrzeug. Heißt das, dass ich das nur... ich habe nicht aufgepasst. Ja, okay. Das ist doch garantiert etwas, was ich nur... Ja, kalt. Warte, warte.
Warte. Ja, kalt. Ist gut. Doch, ich kann ihn konstruieren. Ich kann den Schneefuchs konstruieren. Okay, Konstruktion läuft. Ich muss mich aufwärmen. Warte, ich muss mich aufwärmen. Wo war der Geysir? 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 Hier war doch irgendwo einer. Ich habe ihn doch gehört. Okay, ich trinke was aus der Thermoskanne. Da, ja, toll. Jetzt geht er wieder los. Super. Vielen Dank dafür. Hallo? Wie Radfahren. Fahre mit dem Schneefuchs. Hui. Hui. Oh, lululu. Okay. Das ist gewöhnungsbedürftig. Schub probiere ich jetzt lieber nicht aus. Aber ich glaube, wenn wir auf dem Schneefuchs sitzen, verlieren wir tatsächlich keine Körperwärme. Gut, wir fahren jetzt einmal über die Brücke rüber. Jetzt wäre es mir fast schon lieber, wenn wir Tag hätten. I'm sensing interesting patterns to the northeast. It would be worth investigating. Im Nordosten. Of what? I recall ravenous creatures tunneling beneath the ice. Okay. Im Nordosten? Ich habe keinen Kompass. Woher soll ich wissen, wo der Nordosten ist? Wie soll ich das rausfinden? Okay, halten wir erstmal ganz kurz ab. An. Ja, jetzt wird mir kalt. Ah, Leuchtfackel. Deswegen kriegen wir auch eine Leuchtfackel. Hm. Wo ist denn Nordosten? Ich weiß nicht, wo Nordosten ist. Tunnel unterm Eis. Na, GZ. Da ist irgendwas. Ich bleibe jetzt aber erstmal hier, wo die Lichter sind. Oh, das schwankt so, ne? Das Ding. Uiuiui. Okay, da ist kein Licht. Wir folgen erstmal jetzt den Lichtern. Wow. Dann finden wir wieder auch zurück. Ich sollte speichern. Da ist eine Anlage. Kiste. PDA. Klopferbatterien. Klopferbatterien? Klopfer. Ist das sowas wie die Bumper aus Dune oder sowas? New Blueprint synthesized. Oder reden wir hier von dem aus Bambi? Oh, es wird, glaube ich, gleich hell. Da unten liegt auf jeden Fall noch ein PDA. Himmelsrochen. Die sehen, wenn die sitzen, sehen die aus wie Tauben. Und die haben ein Gesicht auf der Brust. Okay, warte. Der wärmt uns echt auf. Cool. Warte, ich muss einmal runter. Wow, oh Gott, das ist echt. Okay, das ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Hier geht's nach unten. Hier geht's nach unten und hier ist noch ein PDA. Tunnels. Sind das die Tunnels? Warte, das lesen wir, glaube ich, erstmal, bevor ich sowas mache. Natürlich, weil nachts ist es kälter als draußen, genau. Hattest du vorhin einen CV? Ich selber persönlich? Nein. Silas, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Aber die muss ich noch scannen, ne? Ihr wisst, was das heißt. Das heißt, wir müssen da unbedingt ran. So, was sind Klopferbatterien? Beziehungsweise, was sind Klopfer? Von Omar im Auftrag der Delta-Bergarbeiter an Quartiermeister Joe. Ich spreche im Namen des gesamten Bergbautrupps. Tag für Tag riskieren wir unser Leben in diesem verfluchten Gebiet. Als wir uns für diese Mission meldeten, wurde uns nichts über diese Eiswürmer gesagt. Wir verloren ein gutes Fünftel der Mannschaft, bevor Altera etwas unternahm. Sechs unserer Kumpel wurden mit Notfallshuttles vom Planeten gebracht. Marcus wollte nach diesem Job in den Ruhestand gehen. Stattdessen wurde er von einem Eiswurm aufgespießt. Haben Sie jemals jemanden gesehen, der von einem Eiswurm aufgespießt wurde? Diese von der Firma entwickelten Klopfer sind nur eine Übergangslösung. Sie lenken die Eiswürmer hervorragend ab. Es ist Dune. Wir ernten Spice. Solange sie Strom haben. Aber wie sollen wir sie verwenden, wenn die Batterien so schnell verbraucht sind? Wäre es möglich, uns zusätzliche Ersatzbatterien zu schicken? Ein bisschen mehr Saft würde viel bewirken. Mit freundlichen Grüßen, Oma und der Delta-Trupp. Speerpinguin-Logbuch 1, Sam. Die Speerpinguine schaffen so viele neue Erforschungsmöglichkeiten. Sie sind perfekt, um enge Räume zu erkunden, in die ich mich nicht hineinquetschen kann. Kleine Hohlräume, in denen sich viele Rohstoffe verstecken. Die Pinguine können zwar nicht viel tragen, dafür bieten sie aber den Vorteil, dass die Tiere sie für gewöhnlich ignorieren. Meine kleinen Roboterfreunde sind einfach zu niedlich, um zerstört zu werden. Fragen wir mal einen Pirscher, der da zufällig des Weges kommt, ob der sich auch sagt, oh, niedlich. So, Geologiedaten, Eisstalagmit, zerstörende Bildung von Eiskristallen, okay, Magnetit, ja, das kennen wir alle schon. Nickelerz, Rubin, Uraninit hatten wir auch schon. Kannst du das mal ausblenden, bitte? Das dauert immer so lange, bis das ausgeblendet wird. So, das waren die Geologiedaten. Technik, haben wir da irgendwas Neues? Ausrüstung, Klopfer. Klopfer sind einfache Geräte, die kräftige Schallimpulse durch einen vierbeinigen Fuß in den Boden senden, um potenzielle Angreifer im Untergrund auf kurze Distanz zu stören. Ein Gewicht wird nach oben aus dem Gerät herausgefahren und in einer gleichmäßigen Frequenz auf die Oberfläche geschlagen. Der Klopfer. Kopfschmerzen sind das geringere Übel. Aha. Speerpinguin. Der Speerpinguin bietet Forschern neue Möglichkeiten für den Zugang zu natürlichen oberirdischen Lebensräumen. Er ist besonders effektiv beim Manövrieren im Bereich, die für Menschen sonst zu klein sind. Kegelpinguine sind lebhafte Tiere, die ihre Küken beschützen. Um diese energiegeladenen Bewohner der Eisregion besser untersuchen zu können, mussten die Altera-Wissenschaftler auf 4546b um die Ecke denken. Ein bekanntes Phänomen, das Vicaicus-Prinzip, besagt, dass man zur Fauna werden muss, um die Fauna bestmöglich untersuchen zu können. Wissenschaftler in allen Teilen der Galaxis haben dieses Grundprinzip verwendet, um fremde Lebewesen aller Größen und Arten aus nächster Nähe zu beobachten. Die Doktoren Caicus, Curtis, Tewson und Macbeth waren Pioniere dieser Errungenschaften. Dadurch inspiriert und nach monatelangen Versuchsreihen wurde im Vieh-Robotik-Zentrum der erste Speerpinguin hergestellt, der eine neue Ära der Erkundung und Ausgrabung in allen Außenposten einleitete. Eigenschaften: vollständig anpassbare Außenhülle, um jedes kleine zweibeinige Tier nachzubilden. Geländegängiges Kettenfahrwerk für reibungslose Bewegung unter schwierigen Bedingungen. Fernbedienung für den Betrieb in Entfernung von bis zu 80 Metern, atmosphärenabhängig. Vier Staufächer, vier? Vier? Wir brauchen eine Armada von Speerpinguinen. Selbstzerstörungsoption bei Gefahr oder Unbeweglichkeit. Ups. Arm mit dreifingerigem Greifer zum Aufnehmen von Proben. Vollständig abnehmbare, um 180 Grad drehbare Kamera zur Beobachtung des Speerpinguins in seiner Umgebung. Der Speerpinguin, setzen Sie sich hin, entspannen Sie sich und lassen Sie den Roboter die Arbeit machen. Aber doch nicht mit vier Staufächern. Was soll er da tun? Einmal und das war's. Der Thermoanzug ist konkurrenzlos beim Schutz in kälteren Klimazonen. Können wir noch nicht bauen, weil wir da, glaube ich, Schäfer. Pirscher, Schneepirscher. Ich wollte abkürzen, Schirscher sozusagen. Schneepirscher-Fell brauchen. Dauert also noch ein bisschen.
Beim Schutz in kälteren Klimazonen und die ideale Kleidung für Bedingungen unter Null. Pelzfutter zur Reduzierung der natürlichen Wärmeübertragung. Dreifach laminierte Dichtungen an allen Öffnungen, geeignet bis 133,8 Kelvin. Was, Kelvin ist auch hier? Wir sind verloren. Selbstregulierender Innenkompressor. Okay, gut. Also werden, aber wann, wo sind denn diese Eiswürmer? Kriegen wir dann einen Warnhinweis oder sowas? Ich kletter mal eben runter. Boah. Titan. Okay, dafür brauche ich den Krebs. Kupfer. Silber. Kupfer und Silber zusammen. Aha. Und eine riesige Titanader. Aber dann müssten wir ja mit dem Krebs hierher kommen. Warte. Hallo? Okay. Oh, wie er sich aufstellt, der Schneefuchs, wenn wir kommen. Okay, dann fahren wir da mal. Oh Mann, das ist echt ein bisschen. Das ist stark gewöhnungsbedürftig, mit dem zu fahren, ne? Ich versuche mal jetzt doch ein bisschen bei den Lichtern zu bleiben, weil jetzt zieht sich das Wetter nämlich wieder zu. Wow. Dann fahren wir da oben erstmal lang. Falls es da überhaupt, da geht es gar nicht weiter. Oh wow, wir fahren da oben erstmal lang. Brumm, brumm, brumm. Da oben geht es nicht weiter, aber wir tun mal so. Damit ich mich hier nicht blamiere. Ja, da müssen wir wieder zurück. Supi. Uah. Wow, okay, mit Schub ging's. Nice. Damit kann man sie also ein bisschen rausmanövrieren. Die Steuerung. Okay. Ja, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen gucken, ne? Wo wir... Geht's hier noch irgendwo hin? Das wäre einfacher, hier diese kleinen Dinge mal eben zu Fuß abzulaufen, ne? Das ist so irritierend. Boah, das macht mich schwindelig. Wow, hier wollen wir auch nicht runter... Ah, runterfallen. Stopp, stopp, stopp. Aus, aus. Oh Gott. Ach, das könnte der Abschnitt sein, wo wir gerade eben durchgelaufen sind. Ich sollte jetzt nicht so viel einsammeln, ne? Hallo? Moment. Ich weiß nicht, wo die Tunnels nordöstlich sind, ne? Was war das? Oh ja, der Eintrag namens Tunnels, genau. Den müssen wir auch noch lesen. Stimmt, Tunnels. War das auch unter Technik? Warte. Basisinstallation? Nee, Außenbildkasten lassen. Finde ich gleich, finde ich gleich. Ich weiß nicht, wo der abgeblieben ist. Scannerraum. Ich will nur mal eben die Dinger hier wegmachen, weil das irritiert immer so. So, Basisinstallation, Fahrzeuge, Schneefuchs. Der wärmt auf jeden Fall auch. Die Schweberampe dient mit ihren zwei Gelenkarmen der schnellen Montage und Reparatur von Schneefüchsen. Mhm, das haben wir ja gemacht. Gott sei Dank. Ich hatte nicht befürchtet, dass wir wieder zurückfahren müssen. War das unter Altera eventuell? Warte. Tunnels. Tunnels, das ist es. Von Jesse Chan an Federico Turner. Ich liebe und hasse es, diese Tunnels zu erkunden. Sie bezeugen die Kraft der Eiswürmer auf erstaunliche Weise. Für die schiere Menge Eis, die sie in wenigen Augenblicken durchschneiden können, benötigen wir ein paar Tage. Ihr Tunnelbau ist schonungslos und effizient. Altera kann nur davon träumen, diese Art von Bergbau ihr eigen zu nennen. Die Eiswürmer spüren beim Graben mineralstoffreiche Ansammlungen auf, aber unter die Oberfläche zu gehen ist riskant. Wir haben schon so viele verloren. Ich verstehe nicht, warum wir in diesem speziellen Bereich des Gletschers bleiben müssen. Ich kann es kaum erwarten, dieses Höllenloch zu verlassen. Oder Eisloch? Was auch immer. Ich hoffe, Sie genießen die relative Ruhe in Copper. Okay, ja, ja, gut. Tunnels von Eiswürmern. Da ist noch eine Lampe, aber ich guck mal eben da zu der Installation.
Warte, jetzt sind wir wieder bei der Brücke? Oh. Okay, aber hier unten war ich nicht, ne? Nein. Medikit. Okay. Ja, wir werden wahrscheinlich definitiv auf Pirscha treffen. Wenn wir jetzt solche Sachen... Dangerous weather approaching. Ja, seek shelter. Ja. Kann ich nicht. Ich kann jetzt keinen Shelter suchen. Was willst du denn von mir? Ich bin jetzt gerade auf Erkundung. Ich kann jetzt nicht. Gut, dann sind wir von da gekommen und dann da oben lang gefahren, ne? Dann düsen wir mal eben wieder zurück. Das Inventar ist aber auch schon ziemlich voll. Schnell zurück zum Schneefuchs. Und hier ist sonst gar nichts mehr, ne? Nö. Das Doofe ist eben halt, dass auch die Sicht dann so schlecht ist, ne? Uah. Ululu. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ui. So, wir sind von da gekommen. Ist hier noch irgendwas? Würde ich mir bessere Sicht wünschen. Eine tolle Formation auf jeden Fall. Okay, was ist hier? Mal runter. Das ist eine gute Idee. Okay, also diese Gänge sind dann von Eiswürmern gemacht. Wahrscheinlich, ne? Die sind so... Muss ich ungleichmäßig gehen? Oh Gott, speichern. Ganz viel Kupfer. Ja, die sehen auch sehr gemacht aus. Jetzt bin ich am Schwitzen. Nimm jetzt nicht so viel mit. Mensch, seid ihr so gierig. Oh, Inventar voll. Hier geht's raus. Aber hier kommt man auch wahrscheinlich auch wieder rein, ne? Da ist eine Leiter. Okay, da... Warte. Nee, wo ist der? Moment, ganz ruhig. Was war das? Oh, doch nicht. Ich dachte, wäre da reingegangen. Okay, ich gehe wieder zurück. Was war das gerade? Da hat was geschrien. Jetzt bin ich am Horchen. Ich weiß nicht, ob ich das rausfinden will, aber ich will natürlich auch ein bisschen rausfinden. Kann man hier rein mit dem Schneefuchs? Nee, das ist zu eng. Ha! Lululu! Ich bin eben runtergefallen. Was war denn das jetzt schon wieder? Ich sehe einfach nicht. Das ist so neblig. Ich sehe nichts. Mein Inventar ist voll. Ich weiß nicht, was ich machen soll.
Ich glaube, wir fahren erstmal mit mir zurück. Ich entleere mich mal eben in die Seebahn. Ich hoffe, ich finde den Weg jetzt. Jetzt find mal den Weg wieder. Warte, wo sind wir rein? Da sind wir nicht rein, ne? Wir sind, glaube ich, hier entlang gekommen. Wir müssen aber ja auch noch... Mann! Wir müssen aber ja auch noch... Herzlichen Dank dafür. Wir müssen aber ja auch noch den anderen Weg weiter erforschen. Da rollt Mimimi. Was? Wow! Dir auch einen wunderschönen guten Abend, Assas. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Danke. Ja, aber ich höre hier immer nur was. Wir gehen mal eben kurz aufladen, solange die Sonne noch scheint, dass der das Füchschen hier, das Schneefüchschen, wieder fit ist. Und ich würde ganz gerne nochmal eben, also da geht es, glaube ich, relativ auf jeden Fall weiter. Ich würde aber ganz gerne nochmal in die andere Richtung, wo die Einrichtung gewesen ist, weil da war noch so ein Einsatzort für unseren unseren kleinen Speerpinguin. Hui! Okay, gut, gut, gut. So, warte, muss ich ihn reparieren oder reparieren? Ne, der repariert sich jetzt von alleine, ne?